Hallo, ich bin neulich vom Einkaufen nach Hause gefahren und hatte auf dem Handy gesehen, dass es mal wieder hochintelligente Kommentare gab und bin spontan angehalten, auch weil ich nass war. Deswegen habe ich auch im Folgenden gleich keinen Hut auf, weil ich trocknen musste, um zu erklären, warum CO2 düngt Pflanzen. Mehr CO2 kann also gar nicht schlecht sein oder ähnliche Aussagen. Das gibt es in verschiedenen Sätzen, so oder so ähnlich, immer mal wieder in die Kommentare gehauen, unter anderem bei mir, unter anderem sonst wo, theoretisch schon seit mindestens den frühen 90er Jahren ist das so ein Standardslogan der Leute, die der Meinung sind, dass der Klimawandel nicht so schlimm sein kann. Finden wir teilweise auch von Leuten, die theoretisch sogar Wissenschaft gelernt haben, dass die diesen Spruch rausbringen. Und man kann eigentlich relativ einfach mit einem Müh überlegen, also ein Müh ist eine sehr kleine Menge, schnell widerlegen, warum das so einfach nicht ist und viel zu kurz gedacht oder auf schlau monokausal gedacht. Ja, monokausales Denken ist meiner Meinung nach die größte Seuche unserer momentanen Welt, dass zu viele Leute das tun, obwohl sie eigentlich die Möglichkeit hätten, im Prinzip sich beliebig weiterzubilden durch das Internet. Nur dummerweise kann man sich eben mit dem Internet auch in die völlig falsche Richtung weiterbilden. Ja, so, und drum habe ich, wie gesagt, einen kleinen spontanen Nervenzusammenbruch bekommen und habe zwei Videos gedreht. Das hier ist die Kurzfassung, die reicht auch für unsere Zwecke, weil die Langfassung, die, da muss ich mich selber zensieren, die ist zu böse, um irgendwie zur Völkerverständigung beizutragen. Enthält sehr viel Satire und schwarzen Humor und daher vielleicht irgendwann mal in gekürzter Form oder entschärfter Form oder woanders. Aber jedenfalls nicht hier. Und damit zur Kurzfassung von genau 6 Minuten. Das Vorwort hier ist ein bisschen zu lang geraten. So, hallo und herzlich willkommen im Wald zur Kurzversion der Langversion für Eilige, in der ich ganz kurz erkläre, dass ich eine Mütze aufhabe, damit mir nicht kalt wird, weil mein Hut durchgeweicht ist, weil es gerade geregnet hat. Und zweitens ganz kurz erkläre, warum die Aussage CO2 ist Pflanzendünger, Klimawandel kann nicht so schlimm sein, falsch ist. Nämlich, CO2 ist Pflanzendünger, ja. Pflanzen machen bekanntermaßen Photosynthese, das dürfte jeder schon mal mitbekommen haben. Photosynthese funktioniert chemisch folgendermaßen. Du nimmst 6 Moleküle CO2 und 6 Moleküle H2O. Die schmeißt du zusammen, packst Sonnenenergie drauf als Energielieferant und schweißt dann, jetzt einfach bildlich gesprochen, diesen ganzen Krempel zusammen durch die Sonnenenergie und dann kriegst du was? C6H12O6. Man möge mitrechnen. Und das nennt sich Glucose. Und Glucose ist Zucker. Und aus Zucker baut die Pflanze alles, was sie so braucht. Ne? Blätter, Stamm, Stängel, Wurzel oder Früchte, Samen etc. pp. Die essen dann wiederum Tiere. Wir essen dann gegebenenfalls die Tiere oder direkt den Samen. Und das ist der Kreislauf des Lebens. Darauf basiert sämtliche Biologie, die auf unserem Planeten irgendwie eine Rolle spielt. So, und jetzt könnte man meinen, okay, CO2 ist also neben Wasser einer der beiden wesentlichen Bausteine, die wir brauchen, um irgendwelches Leben auf dem Planeten am Laufen zu erhalten. Korrekt. Wichtig, es ist einer der beiden Bausteine. Und beide sind im exakt selben Verhältnis vonnöten, um von Nutzen zu sein. Nehmen wir also an, ein Baum hat 6000 Moleküle CO2 und nur 6 Moleküle Wasser. Wie viel Glucose kann er bilden? Quizfrage 1. Bringen ihm die 5994 weiteren CO2-Moleküle also irgendwas? Nein. Und das ist ein ganz wesentlicher Faktor. Bedeutet, CO2-Düngung funktioniert nur dann, wenn der Baum unendlich Wasser hat. Wenn wir uns Jahre wie 2018, 19, 20, 22, ja, in dieser Reihenfolge angucken, dann werden wir feststellen, ja, scheiße, da hatte der Baum ja nicht genügend Wasser. Was hat jetzt die CO2-Düngung gebracht? Genau, nichts. Das ist tatsächlich Tatsache und Faktor Nummer 1, den man bei dieser Aussage CO2 ist Pflanzendünger also gut berücksichtigen muss. Zweitens, CO2 macht verschiedene Dinge. CO2 heizt die Atmosphäre auf, ist Pflanzendünger und bringt Wasser zum Blubbern. Mindestens. Es gibt noch diverse andere Funktionen, die CO2 übernehmen kann, aber das sind die drei wesentlichen. Nein, sind sie nicht, aber zwei davon sind sicherlich wesentlich. So, und
Das führt dazu, dass wenn wir die CO2-Konzentration erhöhen, all unsere Bäume, die gleichzeitig unendlich Wasser haben, schneller wachsen. Und auch all unsere anderen Pflanzen, die gleichzeitig unendlich Wasser haben. Aber gleichzeitig heizt sich die Atmosphäre auf, was zu einem intensiveren Wetterwechsel. Das heißt nicht, dass es dauernd zwischen Regen und Trocken wechselt, aber auf dem Planeten wird es insgesamt netto mehr regnen. Das ist so, wenn es wärmer wird, verdampft mehr Wasser. Und damit ist mehr Wasser in der Atmosphäre und damit regnet es öfter, statistisch gesehen, aber nicht überall gleich und nicht überall gleich verteilt. Es wird also Ecken auf dem Planeten geben, an denen es tatsächlich mehr regnet und andere Ecken auf dem Planeten, an denen es nicht mehr regnet. Nehmen wir an, wir befinden uns in einer Ecke des Planeten, an dem es mehr regnet. Super, jetzt haben wir quasi unendlich Wasser und wir haben ja ganz viel CO2. Jetzt können an dieser Stelle die Pflanzen ganz toll wachsen. Das Dumme ist nur, wenn es da jetzt den ganzen Tag regnet, so wie heute, dann gibt es Wolken. Und was machen die? Dunkel. Und was fehlt dann? Licht. Ja, das ist nämlich noch der dritte Faktor, weshalb es immer noch nicht so einfach ist, wenn du unendlich Wasser in Form von Regen und unendlich CO2 hinstellst. Und letzten Endes führt dann noch die andere Funktion von CO2, eben wie gesagt die Veränderung im Wetter, die Geschwindigkeit des Wetters zu mehr Extremwetter. Ja, wer das nicht glaubt, kann ja mal ein bisschen ausrechnen, wie häufig wir Extremwetterereignisse die letzten Jahre gehabt haben, nämlich immer. Und wie häufig die davor waren. Fragt mal irgendeinen alten Mensch, ob der Frühling tatsächlich mehr oder weniger plus minus auf 2 Wochen genau vorhersagbar gewesen ist. Das ist heutzutage definitiv nicht mehr. Damals hat das ungefähr gestimmt. Die ganzen Feiertage, die Frühlingsbeginn und so weiter und so fort oder Winter und so weiter, Winter mit Schnee, ne? Weihnachten mit Schnee und so weiter, fragt mal einfach irgendwelche alten Leute. Der Fall ist klar, das hat zugenommen, Extremwetterereignisse. Das kann man ganz klipp und klar beweisen. So, und jetzt ist es ein ganz wesentlicher Faktor. Ja? Wenn der Baum 20% schneller wächst, von mir aus wegen CO2-Düngung, und der Tatsache, dass er tatsächlich gerade Wasser haben sollte im Überfluss. Dann hilft ihm das nur insofern, wenn er lange genug wachsen kann, bis er überhaupt groß genug geworden ist, um aus diesem 20% schnelleren Wachstum irgendeinen Nutzen zu ziehen. Denn wenn der alle paar Jahre von einem Sturm oder von einer Dürre umgebracht wird, nützt ihm 20% schnelleres Wachstum, bis er umgebracht wird, halt eben auch nichts. Netto haben wir dann vielleicht ein bisschen dickeres Holz, das dann tot ist, aber wir haben trotzdem Holz, das tot ist. Soll heißen, die Menge CO2, die Pflanzen assimilieren können, um zum Beispiel jetzt eben zu einer grüneren Welt zu führen, funktioniert nur, solange sie nicht von anderen Faktoren umgebracht werden. Und diese anderen Faktoren sind eben gerade am Kommen. So, und das ist es in der Kurzform, weshalb CO2 als Pflanzendünger zwar nicht falsch ist, aber trotzdem quasi als Aussage allein in den Raum gestellt zu Quatsch führt, weil das so nicht stimmt, ne? Weil da andere Faktoren eben auch noch eine Rolle spielen und CO2 eben nicht nur Pflanzendünger ist, sondern gleichzeitig eben auch noch Treibhausgas. Ne? So. Das ist, wie gesagt, die Kurzfassung. Wer die Langfassung hören möchte, darf auch das gerne tun. Erscheint beides zeitgleich. Und damit verabschiede ich mich. Und bis zum nächsten Mal. Vermutlich dann nur mit einer Langfassung. Ja. Tschüss.